Spur, wenn wir das Zauberkästchen mal aufschrauben. Das ist ein Ding. Was mich an meinem Job ärgert, sind Abzockbaschen, die nicht totzukriegen sind. Vor einigen Jahren hatte ich das schon mal. Eine Firma verspricht, feuchtes Mauerwerk mit so einem pseudophysikalischen Wundergerät zu trocknen. Das Ding soll unsichtbare Raumenergie nutzen. Eine Art elektromagnetisches Feld würde die Feuchtigkeit von der Mauer ins Erdreich drücken. Die Firma heißt Aquapol. Und jetzt, Jahre später, habe ich wieder so einige Fälle auf meinem Tisch. Sommer? Die verkaufen diese Wundergeräte immer noch mit ihren vollmundigen Werbeversprechen, berichtet mir der Anrufer. Er ist mächtig sauer. Über 5 Jahre hat er darauf gewartet, dass endlich seine Wände trocknen. Ich soll nach Ipsitz kommen und mir das mal anschauen. Ah, Österreich. Nun, dann mal los. Der Vertrieb von Aquapol läuft vor allem über regionale Vertriebspartner. Allein 5.000 Geräte wollen sie schon in Deutschland verkauft haben. Knapp 50.000 insgesamt. Eine richtige Mauerwerkstrocknung ist schweineteuer. Angebote von Aquapol und anderen Firmen wirken da wie ein Schnäppchen. Trotzdem waren es noch gut 11.000 Euro bei Herwig Reisinger. Vermeintlich risikolos, dank Geld-Zurück-Garantie. Die war für uns die Sicherheit, wenn irgendetwas schief geht, was ja in der Technik immer sein kann, dass wir keinen Schaden haben. Innerhalb von 4 Jahren sollten die Mauern trocknen. Aquapol nutzte dazu die Urenergie des Universums. Naja. Doch heute sind seine Wände immer noch feucht. Trotz Geld-Zurück-Garantie hat er sein Geld von Aquapol zunächst nicht zurückbekommen. Der Grund? Die Firma behauptet, die sogenannten baubegleitenden Maßnahmen seien fehlerhaft durchgeführt worden. Diese Arbeiten, wie etwa das Erneuern des Putzes, hat der Reisinger zusätzlich machen müssen. Auf eigene Kosten. Herwig Reisinger hat dann gegen Aquapol geklagt. Der Gutachter stellte fest, dass das Wundergerät bei Reisinger total versagt habe. Und richtige Mauertrocknungssysteme funktionierten unabhängig von baubegleitenden Maßnahmen. Daraufhin zahlt Aquapol plötzlich. Reisinger kann die Klage zurücknehmen. Mit Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten musste Aquapol gut 40.000 Euro an ihn zahlen. Das war nicht Genugtuung natürlich und auch für meine Familie, dass ich wieder für andere Dinge Zeit habe, als nur den Kopf bei Aquapol. Fast 6 Jahre hat Reisinger für sein Recht gekämpft. Respekt. Auch andere Aquapol-Kunden schreiben, dass sie unzufrieden sind mit dem System. Hier der Fall einer Familie aus der Nähe von Kassel. Sie müsse noch heute einen Luftentfeuchter aufstellen, weil die Kellerwände so feucht seien. Und das trotz Einsatzes von Aquapol. Herr Tag, ich rufe wegen Ihrer Beschwerde über Aquapol an. Mist. Aquapol hat sich per Einschreiben gemeldet. Falsche Aussagen sollten ausgeräumt werden, bevor man mit Dritten darüber spreche. Und unmissverständlich, der Aquapol-Anwalt erhält das Schreiben in Kopie. Das war ein Schuss in den Ofen. Frechheit. Jetzt haben die einfach aufgelegt. Aber da gibt's noch einen Kunden aus Österreich. Auch er soll angeblich Fehler bei den baubegleitenden Maßnahmen gemacht haben. Oh nein. Und natürlich, ihm hat Aquapol sogar rechtliche Schritte angedroht. Und daher will er lieber nicht mehr mit mir reden. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ich muss mich mal bei Experten informieren. Das Fraunhofer-Institut ist eine staatliche Forschungseinrichtung. Die Physiker wundern sich über das angebliche Wirkprinzip von Aquapol. Da haben wir eben festgestellt, dass da von bestimmten Kräften gesprochen wird, geoenergetischen Kraftfeldern, von angesaugter Bodenenergie, Dinge, die es in der Physik so nicht gibt. Das ist eigentlich das große Problem bei der ganzen Geschichte. Das sind alles relativ pseudowissenschaftliche Erklärungen. Also theoretisch funktioniert es nicht. Und praktisch? Das frage ich Günter Nussbaum, zertifizierter Sachverständiger, Spezialgebiet Mauerwerkstrocknung. Er hat mir so eine Wunderkugel besorgt. Durchschnittlich beschwert sich bei ihm jeden Monat ein neuer Kunde über das Aquapol-System, weil es nicht wirkt. Kein Wunder. Materialwert haben wir hier vielleicht 30 bis 50 Euro. Und darüber hinaus ist keine Wirksamkeit feststellbar. Der Experte sagt, durch das Abschlagen des Putzes und anderer Maßnahmen trocknen viele Mauern mit der Zeit von ganz alleine. Und Aquapol schiebe diesen Erfolg dann auf die Wunderkräfte der Kugel. Den Leuten ist aber dann oft nicht bewusst, dass das Putzabschlagen was gebracht hat. Das Drainagieren vielleicht rundherum oder das Abdichten im Sockelbereich, das hat was gebracht. Und wenn es einen Erfolg gibt, ist es zu 100% die flankierende Maßnahme gewesen. Vor Gericht ist das nicht so einfach. Dort müssten die Kunden mit teuren Gutachten beweisen, dass die Methode von Aquapol nicht funktioniert. Viele klagen daher nicht. Dabei hätten sie gute Chancen.
Ich habe 6 rechtskräftige Urteile gegen Aquapol oder ihre Vertriebspartner bekommen. Das Landgericht im bayerischen Traunstein war zum Beispiel davon überzeugt, dass das Gerät nicht funktioniert. Ähnlich sah das eine Richterin am Amtsgericht Kloppenburg, die mögliche Trocknungserfolge nur auf die baubegleitenden Maßnahmen zurückführt. Ob die auch mal Verfahren gewonnen haben? Aquapol rechtfertigt sich schriftlich. 2 Urteile zu ihren Gunsten, das für Aquapol wichtigere, ist ganze 22 Jahre alt. Und eine polnische Doktorarbeit, die das Funktionieren des Aquapol-Systems bestätigen würde. Darin geht es um die Bekämpfung von Feuchtigkeit in Wandmalereien in Polen. Für die Firma sind alle Experten, die etwas anderes behaupten, Fortschrittshemmer. Und die unzufriedenen Kunden habe man nicht eingeschüchtert, sondern der Wahrheit mit etwas Druck auf die Sprünge geholfen. Bei der Recherche begegnen mir auch einige Positivbeispiele. Aquapol hat auf seiner Homepage mehrere davon abgebildet. Aber nach dem, was ich jetzt über Physik gelernt habe, bleiben mir Zweifel. Bei meinem Besuch behauptet Aquapol, auch bei Reisinger habe das System gewirkt. Der Sachverständige des Gerichts habe damals Fehler gemacht. Dennoch besteht die Firma nach wie vor auf die Durchführung der begleitenden Maßnahmen. Wenn die begleitenden Maßnahmen, die wir von Anfang an festlegen, nicht gemacht werden, so wie es auch in der Vereinbarung steht, in der Garantie steht, und ja im Auftrag schon drinnen steht, wenn das nicht gemacht wird, dann bekommt auch das Geld nicht zurück. Ganz einfach. Weil das ist ein Teil des gesamten Auftrages. Der Mann ist eben von seinem System überzeugt und hat was gegen Kritiker. Meinem Klienten Reisinger wollte er verbieten lassen, die Internetseite Aquapol Unzufriedene zu betreiben. Reisinger hat aber auch diesen Prozess gewonnen und kann so weiter vor Aquapol warnen. Ich hoffe, das hilft, sonst habe ich bald den nächsten Fall auf dem Tisch.